Die meisten kennen ihn unter seinem Pseudonym Lenin. Heute, am 22. April, ist sein 150. Geburtstag. Deshalb wollen wir mal sehen, was sich hinter dem weltweit bekannten Revolutionär verbirgt. Wladimir Iljitsch Uljanow wurde 1870 als Sohn einer niederen Adelsfamilie in Simbirsk geboren. Das damalige Russland war noch sehr feudal geprägt, das heißt, die meisten Leute waren Bauern, nicht mal 10% lebten in den Städten. Damit hatte ein Großteil der Bevölkerung auch keinen Zugang zu Büchern und konnte auch nicht lesen. Anders sah das aber bei Lenin aus. Er besuchte das Gymnasium und befasste sich schon damals mit marxistischen Schriften. Auch sein älterer Bruder Alexander war in der revolutionären Bewegung aktiv. Die Bewegung damals bestand im Wesentlichen aus einer sozialdemokratisch-marxistischen Strömung und einer anarchistischen Strömung, die zu dieser Zeit zahlreiche Attentate auf Adlige verübte. Zum Beispiel hatten sie Zar Alexander II. Ermordet. Wegen der Planung eines Attentats auf Zar Alexander III. Wurde Lenins Bruder zum Tode verurteilt. Das war ein sehr einschneidender Moment in Lenins Leben, der ihn noch näher an die revolutionäre Bewegung brachte. Darauf begann er ein Jurastudium und wurde Rechtsanwalt in Samara. 1893 zog er mit 23 Jahren nach St. Petersburg, wo er die revolutionäre Arbeit noch weiter vertiefte, denn das Jurastudium und sein Job als Rechtsanwalt waren nie der Mittelpunkt seines Lebens gewesen. Kurze Zeit darauf gründete er zusammen mit anderen Revolutionären in St. Petersburg den Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse. Aus diesem ging dann die Sozialistische Arbeiterpartei Russlands hervor. Wenig später wurde Lenin aufgrund seiner politischen Tätigkeit zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Diese Strafe traf ihn und die Bewegung damals schwer, da die revolutionäre Arbeit immer weiter an Fahrt gewann. Als er dann seine Strafe abgesessen hatte, führte er die politische Arbeit mit altem Eifer fort. In St. Petersburg war er schon sehr bekannt, nicht nur unter den Arbeiterinnen und Arbeitern, sondern auch die Staatsmacht hatte ihn im Auge. Nicht lange dauerte es dann, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis für 3 Jahre in die Verbannung nach Sibirien geschickt wurde. Damit war einer der gefährlichsten Staatsfeinde Russlands bis auf Weiteres von der Bildfläche verschwunden. In der sibirischen Verbannung ging das Leben allerdings weiter. Lenin heiratete hier die Revolutionärin Nadeschda Krupskaja. Nach seiner Verbannung beschloss er ins Exil zu gehen, da die harte Zensur in Russland die politische Arbeit unmöglich machte. Er reiste in die liberale Schweiz, wo er in Genf die Zeitung Iskra herausgeben konnte. In seiner Zeit im Exil veröffentlichte er auch das Buch Was tun, in dem er die Konsequenzen aus der Verfolgung und Repression gegen die Arbeiterinnenbewegung zieht und das Verständnis der kommunistischen Partei prägt. Oft wird die Organisationsform, die Lenin in seiner Schrift beschreibt, als Partei neuen Typs oder als leninistische Partei bezeichnet. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Wesentlichen verdeckt arbeitet und von Kadern und Kaderinnen und Berufsrevolutionären getragen wird. Dadurch soll die Partei einheitlich an einem Strang ziehen und auch in der Illegalität weiterarbeiten können. Gerade in den Jahren darauf wurde dieser Punkt noch wichtiger. 1905 kam es in Russland zu Revolten der Bauern- und Arbeiterklasse. Russland hatte gerade den Krieg gegen Japan verloren und das Volk litt dadurch umso mehr. Diese Revolten führten dazu, dass das russische Volk Räte gründete, auf Russisch Sowjets. Diese wurden allerdings bald darauf durch den Zaren niedergeschlagen und die revolutionäre Bewegung fiel in eine tiefe Depression. Durch die Niederlage machte sich eine zutiefst pessimistische Stimmung breit. Die Revolutionäre hatten verloren und einige hinterfragten nun ihre gesamten politischen, ideologischen und philosophischen Grundlagen. Haben wir uns vielleicht komplett geirrt? Ist die Welt vielleicht gar nicht objektiv erkennbar? Lenin sah, dass diese destruktiven Diskussionen zunehmend zu einem Problem für die fortschrittliche Bewegung wurden. Denn wenn wir sowieso nichts erkennen können, können wir auch direkt nichts tun und an so einem Problem nichts ändern. Den revolutionären Kampf können wir dann sowieso aufgeben und uns allen unseren persönlichen Befindlichkeiten widmen. Um die Bewegung also wachzurütteln und zusammenzuhalten, verfasste er die Schrift Materialismus und Empiriokritizismus. Damit tritt er in die Fußstapfen von Marx und Engels und plädiert für eine dialektisch-materialistische Weltanschauung. Lange Zeit galt die deutsche Arbeiterinnenbewegung mit ihr die SPD als die stärkste Partei. Sie hatte immerhin eine sehr breite Massenbasis und eine jahrzehntelange Geschichte von Kämpfen hinter sich. Im Jahr 1914
sollte sich dies allerdings ändern. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs stellten sich die meisten sozialistischen Parteien auf die Seite der eigenen herrschenden Klasse und stellten den Klassenkampf zu ihren Gunsten ein. So stimmte auch die SPD den Kriegskrediten zu und verriet damit den proletarischen Internationalismus. Die russischen Bolschewiki waren entsetzt von dieser Situation und Lenin als politischer Kopf machte sich an die Arbeit und suchte eine materialistische Erklärung für den Verrat durch die Sozialdemokratie. In seinen Schriften zum Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus erklärt er diese genauer. Der Kapitalismus war inzwischen so hoch entwickelt, dass sich in allen Bereichen der Wirtschaft Monopole herausbildeten. Diese konnten durch ihre besondere Stellung im Produktionsprozess und durch Kapitalexport noch nie dagewesene Profite ergaunern. Diese Extraprofite nutzte die Bourgeoisie dann, um Teile der Arbeiterinnen und Arbeiter zu bestechen. Dadurch entstand eine Arbeiteraristokratie und eine Arbeiterbürokratie, die kleinbürgerliche Elemente in die sozialistischen Parteien trugen. Lenins Wort hatte Gewicht und wurde von vielen Revolutionären beachtet, wie wir das auch nach Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland sehen konnten. Doch vorerst tobte weiter der Krieg und das russische Volk rief nach Veränderung. In einer ersten revolutionären Erhebung wird im Februar 1917 der russische Zar gestürzt. Es kommt eine provisorische Regierung unter Kerenski an die Macht, die bei weitem noch nicht proletarisch ist. Weiterhin führt Russland Krieg und weiterhin leidet das Volk unter den immer schlimmer werdenden Umständen. In dieser Zeit gründen sich wieder die Räte als Organe der Volksherrschaft. Lenin sieht, dass die Zeit reif ist für die sozialistische Revolution und kommt aus dem Exil nach Russland. Nach einer erneuten Repressionswelle durch die Regierung Kerenski muss er zeitweise erneut fliehen, diesmal aber nach Finnland. Hier verfasst er auch seine Schrift »Staat und Revolution«, wo er sich mit den drängendsten Aufgaben des Proletariats in der Revolution befasst. Er arbeitet heraus, dass auch das Proletariat nach der Revolution einen Staat brauche, um seine Macht zu erhalten und zu festigen. Dieser neue Staat wäre genauso ein Instrument einer Klasse, nur sei es nun die Klasse des Proletariats, das an die Macht kommt und damit die Herrschaft einer Mehrheit über die Minderheit. Im Oktober 1917 kommt es dann nach großen Streikbewegungen zur erfolgreichen sozialistischen Revolution, geführt von den Bolschewiki. Die Revolutionäre und Arbeiter stürmen das Winterpalais und setzen die alte Regierung ab. Nach der Machtübernahme tagt der zweite allrussische Sowjetkongress mit Vertretern der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte aus dem ganzen Russischen Reich und nahm eine Reihe von Dekreten an, die sofort umgesetzt werden sollten. Unter anderem das Dekret über den Frieden, was den Weg frei machte für Friedensverhandlungen mit Deutschland und den Krieg schnellmöglichst beenden sollte. Das Dekret über den Grund und Boden, was den Millionen Bauern eigene Felder geben sollte. Und die Deklaration der Rechte der Völker Russlands, die den verschiedenen Nationen des ehemaligen Russischen Reiches das Recht auf Selbstbestimmung gab. Als neue revolutionäre Regierung wählte der Sowjetkongress den Rat der Volkskommissare mit Lenin als Vorsitzenden. Nach der sozialistischen Revolution begannen Anhänger der alten herrschenden Klasse einen Bürgerkrieg in Russland, um die Macht erneut an sich zu reißen. Unterstützt wurden sie durch Armeen von mehr als 20 Ländern, die Soldaten schickten, um die junge Arbeitermacht im Blut zu ersticken. Bis ins Jahr 1921 musste die junge Sowjetunion zahlreiche Angriffe und Besetzungsversuche zurückschlagen. Im März 1919 wurde auf Initiative Lenin die Kommunistische Internationale gegründet. Ihr Ziel war es, den proletarischen Internationalismus zu fördern und den Aufbau kommunistischer Parteien in allen Ländern der Welt zu unterstützen. 1922 erleidet Lenin mehrere Schlaganfälle und muss sich aufgrund seiner schlechten Gesundheit immer weiter aus der Politik zurückziehen. Schließlich verstarb er am 21. Januar 1924. Sein Werk und seine Schriften dienen Kommunistinnen und Kommunisten bis heute als Inspiration und Leitweg für ihre revolutionäre Politik. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du unseren Kanal abonnieren und so immer die neuesten Videos mitkriegen. Teile das Video auch gerne mit deinen Freunden und Freundinnen. Ich verabschiede mich erstmal und wir sehen uns beim nächsten Video.